mal die Schilder verteilen. Wir gucken erstmal, wie viele Leute da sind, und dann wird das organisiert. Je nachdem, wenn es viele sind, dann wird es koordiniert werden. Wenn es nicht viele sind, dann haben wir auch nicht viele Probleme, aber man lehnt. Können Sie mir mal das Panzertape zeigen? Panzertape habe ich selber nicht dabei, weil ich nicht da bleiben will. Ich mache hier über Nacht bleiben. Ich mache hier auf der Leitung. Haben Sie ein Panzertape oder ein Gerät dabei für die Zelle? Auch nicht. Wir bleiben einfach trotzdem hier. Wir brauchen hier ein Panzertape. Wir sind vom Zeitgeist überholt. Wir rufen am besten mit Megafon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie heißt der ganze Tag. Wir machen hier eine Show extra für die Medien. Ja, bleibt es so schön, oder? Bleibt es so schön. Economic sustainability, ecological, and social. We need all the three, but with this manifesto, we can't have any of them. So I interview bankers that have become pretty. Und das Wichtige ist, viele Menschen haben Herz auf Eis, ja? Wie zum Beispiel die ganzen Finanzen. Ich will jetzt nicht gegen Banker gehen, ja? Du kennst selber dein eigenes Herz. Revolution fängt bei uns an, fängt in uns an. Und ich kann dir eins sagen, ja? Wie du dich selber transformieren kannst. Du kannst es nämlich gar nicht. Aber du kannst dich revolutionieren lassen. Und ich habe erfahren in meinem Leben, ich war damals ein Junkie und habe damals auch mit Aktien verspekuliert, heißt das. Ich kann dir sagen, aus diesem Sumpf von Sodom und Gomorra, von Lügen, ja, Manipulation, hat mich Gott, Jesus Christus, gerettet. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich rede nicht von Kirche und Religion, ja, babylonisches System. Ich rede um das System deines Herzens. Das hat kein System. Jesus sagt, aber der Geist des Herrn, das ist Freiheit. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Und du kannst Jesus einladen, dein Herz. Mal ganz ehrlich, wenn du Physiker bist, wenn jeder Mensch muss doch verstehen, der Kölner sagt, ich komme aus Köln und ich gibt nichts, oder? Ja? Ich rede von einem Gott der Liebe, der dein Herzen zerschmelzen lassen kann mit seiner Liebe. Und dann, sage ich dir, wirst du dich verändern. Und wenn du dich veränderst aus seiner Liebe, aus innen heraus, verändert sich dein Umfeld. Und das ist Revolution, ja? Gott ist Liebe. Und mir sagt er gerade, dass er dich liebt. Geile Rede. Was war das denn für einer? Keine Ahnung. Das neues Wirtschaften, nee, muss gar nicht. Muss ich nicht. Es geht. Aber wenn ich Teamleiterposition oder was ähnliches werden will, muss ich wahrscheinlich schon die Botschaft weitertragen, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nein, also es hat was mit Bildung zu tun und wenn du. Ey!
Also es geht darum, dass jeder im Endeffekt der Teil, wo das Urproblem ist, irgendwann selbst aktiv wird. Wenn, wenn ich dir sage, dass wir Gift im Essen haben, dann hast du ein starkes Bedürfnis, dich nach gesunder Nahrung umzuschauen. Und dann gibt es keine Koordinatoren, dann gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu machen hast. So einfach ist es. Also man kann das jetzt ins Lächerliche ziehen oder so, aber hier geht es nur darum, in Richtung Nachhaltigkeit, weil das, was wir jetzt haben, absolut nicht nachhaltig ist. Und das ist die einzige Message, mehr nicht. Na gut, aber ich meine, es ist ja richtig, aber bei der Vielfalt der Gruppierungen hier bin ich manchmal total hin und her gerissen, wem ich mich da so anschließen soll, gell? Gar niemanden. Um endlich was zu bewegen. Du sollst dein eigener Führer werden. Aber ich denke, ich bin hier bei www.ressourcen sowieso. Das ist ein neues Wirtschaftskonzept, genau. Ja, also ist es doch schon mal eine Gruppierung, und wenn sie mir sagt, du bist hier der Teamleiter, deutet es doch auf Kulturen hin, die hier eine gewisse Organisation offensichtlich darstellen. Also aus dem Chaos ist noch nie was Produktives entstanden. Also was spricht gegen eine Koordination? Also einer musste Kanzler sein und muss sagen, ist gut. Ja, sie funktioniert. Aber keine Hierarchie. Genau. Wie? Eine Organisation. Dein Körper ist auch eine Organisation an sich, das ist ein Organismus, deswegen heißt das ja so. Und trotzdem funktioniert er perfekt und da hast du auch nichts dagegen, dass dein Körper funktioniert. Ja, ja, ja. Punkt. Na ja, gut, okay, also... Gut, ich glaube, wir sind seitig. Noch niemand hat jemand Geld arbeiten sehen. Kenn ich wenn doch. Jemand arbeitet, dann wird es auch nie in der Produktion zum Beispiel, also in der Realwirtschaft, produzieren und nicht kreditfinanzierte Produktion. Das heißt, diejenigen, die Geldvermögen anhäufen, sind nicht etwa, wie sie sich manchmal selbst verstehen, die Wertschöpfer, sondern sie sind die Wertabschöpfer. Und diese Unterscheidung ist bis heute in den Wirtschaftswissenschaften nicht vollzogen worden. Es wird die falsche Illusion seit Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten in den Wirtschaftswissenschaften immer wieder aufrechterhalten und verbreitet, als sei es kein Unterschied zwischen Wertschöpfung und Wertabschöpfung. Aber das ist ein fundamentaler Unterschied. Anders, denn es verschafft den Gläubigen ein Recht. An wen? Mindestens müssen die Schuldner in diesem System dann mehr und mehr daran glauben, dass ihnen von den Gläubigen das Eigentum weggezogen wird. Kommt von bisher, Herr Meuder oder Frau. Okay. Deshalb von davon diese Geist von der Occupy La Plaza ist Occupy. Die Straße. Bei der Straße ist ganz frei. Die Straße ist geöffnet. In der Straße, unsere Stimmen ist ganz frei. Nicht da. In diesem scheiße Gebäude mit Mauer und die sind mit der Größe von Geld. Okay? Also, Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch als Spanier und auch als Arbeiter von den Welt. Hoffe ich den Nationalen. Ja, hallo, also ich bin heute aus Mainz hierher gekommen. Ich finde es ganz toll, dass hier, was hier gemacht wird. Also ich war schon sehr, sehr lange darauf, dass so etwas passiert. Ich denke, wir sind uns alle auch in etwa über die Grundwerte einig: Transparenz, Kooperation, Solidarität. Allerdings stelle ich immer fest, dass es hier einige Widersprüche gibt innerhalb der Forderungen. Ich finde, das Allerwichtigste wäre erst einmal, dass die Märkte, die derzeit noch zu 50% unreguliert sind, das heißt, keiner kann sagen, was da eigentlich genau läuft, dass das endlich transparent wird, weil vorher könnten wir uns gar nicht richtig positionieren, ohne irgendetwas zu machen. I don't really have much to say, but I just want to say that I'm proud of the
this demonstration. We can all point our fingers. We can all find responsibility with other people. But really, what we should do is look at ourselves. What can we do? And this is a start. Move! Move! Schönen guten Tag, Chris Kunz aus Mainz. Ich bin 41 Jahre alt und ich habe noch nie eine Bewegung gegen den Kapitalismus erlebt. Ich habe eine Bewegung gegen Atomkraft erlebt, eine Bewegung gegen Genfood, eine Friedensbewegung, alles gegen Privatisierung, gegen Faschismus selbstverständlich, aber gegen den Kapitalismus, gegen den eigentlichen Kern, das habe ich noch nicht erlebt. Insofern, wenn das hier der Anfang ist, einer großen weltweiten Bewegung, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin, dann sind wir genau am richtigen Thema. Und zwar egal, was unser Leib- und Magenthema ist. Ich sehe da drinnen an, die Atomfahne, eine Friedensfahne, alles in Ordnung, alles weitermachen. Aber, dass wir eine neue Wirtschaftsordnung brauchen, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen, das ist uns allen gemein. Dann werden wir in die Situation kommen, dass wir eine Alternative zu dem bieten müssen, was wir jetzt haben. Das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so trivial. Das heißt, wir werden auch eine Entwicklung von Wissen, eine Entwicklung von Bildung vorantreiben müssen. Wir müssen sozusagen die Fachkompetenz, die wir in unseren Reihen haben, bündeln und weiterentwickeln und eine neue Wirtschaftsordnung entwickeln, die auch funktioniert. Und das ist eine riesige Herausforderung. Wir werden versuchen, über Occupy Frankfurt Facebook-Seite eine entsprechende Verlinkung zu machen auf einer Seite, wo Menschen die Lust haben, an einem solchen Projekt mitzuarbeiten, eine neue Wirtschaftsordnung zu entwickeln, sich einbringen können. Viel Erfolg uns allen! Weil ich finde, dass es nicht sein kann, dass die Banken, die hier mit diesen riesen Türmen stehen, auf Lebensmittel spekulieren und damit Millionen von Menschen weltweit Hallo, mein Name ist Frank und ich bin Mensch. Ich möchte jedem danken, dass er hier ist. Ich selbst habe noch nie an einer politischen, aktivistischen Aktion teilgenommen. Also mir geht es ähnlich wie vielen anderen hier auch. Ich kann mich vom Vorredner und meinem Vorredner nur anschließen. Wir brauchen mehr Bildung. Wir brauchen mehr Lösungen, mehr Alternativen. Eine alte Denkweise ist es, wir gegen die zu sagen. Na klar sind wir 99%. 1% sind auch Menschen. Wir beginnen nicht dieses System zu hinterfragen, was das produziert und was das produziert, wogegen wir jetzt produzieren. Allein die Frage, ich kann mich selbst anschließen, die Frage, wo Geld herkommt, beantwortet sehr vieles. Bildung in den Bundestag, Bildung für Menschenrechte, für die Geschichte, für all diese Dinge, Bildung für dieses System, was wir für das Beste halten. Wir glauben, wir sind die Schöpfung. Wenn jetzt alles zusammenbricht, wissen wir noch nicht mal, wo wir das zu essen herkriegen. Bildet euch, jeder Einzelne, wo kommt Geld her? Und schaut, es gibt unendlich viele Alternativen bereits. Hört auf, Fernsehen zu schauen. Wir alle haben uns über das Internet gefunden. Es ist die Technik, die uns hierher gebracht hat. Wir haben die technischen Möglichkeiten, das Internet heutzutage, dass wir uns weltweit verbinden können, vernetzen können. Es ist die Technik, die die Evolution generell vorangebracht hat. Politiker können keine Probleme lösen. Sie werden die Wissenschaftler fragen. Hört auf, die Autorität für eure Verantwortung in andere Hände zu legen.
hört auf, ständig irgendjemand anders für die Lösung zu bitten. Es liegt an jedem von uns selber, wir sind Menschen, wir können uns weiterentwickeln, wir haben unheimlich viel Potenzial, jeder einzelne von euch. Schön, dass ihr da seid. Schaut euch Zeitgeist Moving Forward an. Zeig klasse. Super, weiter. Denn Information ist unsere Waffe. Macht euch schlau. Der Kommunismus ist zusammengebrochen. Der Kapitalismus ist dabei zusammengebrochen. Danach kommt die Heide. Gab es auch wirklich Interviews heute sozusagen hier generell und den beiden das ist neu. Das ist Mainstream. Ich möchte mal anschließen, dass das eine unserer Mitmenschen gesagt hat, und zwar, dass wir alle an der Hand nehmen sollten und kein Ausschließen, keine Schuld zuweisen an niemanden, denn auch die, die in den Banken sitzen, die haben auch eine Familie und die haben auch ein Herz und die kennen auch die Liebe. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir alle zusammen für die Liebe kämpfen und nicht gegen irgendetwas kämpfen, weil das hat so viel Kraft. Diese Bewegung, die hier ist, dieses Bewusstsein, was hier auf einmal ist, das kommt nicht von irgendwo hin. Für die Art, wie wir unser Leben gestalten wollen, sondern sie ist Einläufer geworden. Die Sphäre bringt immer weiter vor in Erziehung, aber auch bei den Kirchen. Alles muss sich rechnen. Nach diesem kuriosen Wert. Ich habe jetzt kürzlich gehört, die Japaner können sich freuen, die haben wieder ein fitteres Wirtschaftswachstum, weil sie ihren Scheiß wieder aufbauen müssen. Total grotesk, alles ist im Arsch. Aber die Zahlen stimmen mögen sie ein bisschen besser. Das geht so nicht. Wir müssen uns überlegen, wollen wir nicht auch mal die Zahlen, die Berechnung ändern. Ich sage, die Marktwirtschaft, vielleicht, ja. Ich weiß auch nicht alles. Aber auf jeden Fall müssen sich die Werte ändern. Nicht nur Zins, sondern wie schaut es mit der Umweltbewegung aus? Sie sagen beispielsweise, ey, wir müssen Umweltschäden berechnen. Machen wir uns darüber Gedanken und ja, cool mit euch da zu sein. Servus. Ja, hallo, ich wollte mich nochmal kurz darüber hervorheben, was der Vorredner aus Marburg irgendwann mal gesagt hat, dass ich diese Empörung hier total nachvollziehen kann, dass ich aber dennoch einige der Redebeiträge total bedenklich finde, weil ich finde, irgendwie dieses Problem, das wir haben, das ist ein systemimmanentes Problem, das liegt am Kapitalismus, das Ganze auf Einzelpersonen wie Banker oder auf irgendeine Familie Rothschild, was einfach schlichtweg antisemitisch ist, abzuschieben, das ist total falsch, das hat nichts mit Solidarität zu tun, das ist einfach total irgendwie am Kern der Kritik vorbei. Und ich meine, egal wie man darüber denkt, man kann das mal ausdiskutieren, aber das hier permanent irgendwie vom Wagen runterzurufen, bei antisemitischen Sprüchen zu klatschen, das ist irgendwie keine Bewegung, die irgendwas zu tun hat. Zu sagen, dass die Familie Rothschild schuld ist, irgendwie ist antisemitisch. Hier ist Mitschuld! Doch gar nicht schon viel Ich bin Alexander Richter, ich bin der Betreiber der Webseite Systemdetekt.de und ich wollte kurz hier schon mal sagen, zum Rothschild, bei diesem Begegnung zu sagen, ich würde sagen, wir sollten uns zu den Menschen zählen und zwar nicht die 99%, die 1%, die davon verdienen, sondern wir sind 100% Menschen, alle, ohne Ausnahme. Und die, die daran verdienen, verdienen nur dran, was wir daran glauben, dass Geld wertvoll ist. Wir sind alle das Team. Versteht ihr das?
Von mir auch noch eine Ansage. 89 hat die Bevölkerung in der DDR, in der ehemaligen, es nur geschafft, die 70 Euro zu öffnen, weil man einige Jahre aufgeschrieben hat, weil alle zusammen waren. Und das sollten wir hier aufschaffen. Ich glaube, wir sind fast gemacht, die 89 Euro runter. Ja, und das ist genau das, was hier passiert. Das ist genau das, was hier passiert. Ich glaube, dass wir hier bei allen Mitgliedern sind. Ja, das erste Mal konnte generell an den Zielen so alle sagen, ja, wir müssen was tun, wir haben nirgends alle, wir müssen dazu was tun müssen. Die Sache ist, wie tun wir es? Also das Internet ist eines der demokratischsten Medien, die wir haben. Es ist das Medium. Es ist nicht kontrolliert. Es ist ein Volksmedium. Das Internet rettet uns vor der Medienmanipulation, die geschieht durch Konzerne. Was weiß ich, wie gehören die Medien? Weißt du, Feindlichkeiten? Das sind eigentlich nur drei Konzerne, die Medien gehören. Das Fernsehen, das Radio. Internet ist ein freies Medium und das organisiert uns. Und das ist eigentlich das, warum wir heute hier sind. Über Facebook, über autonome Webseiten organisieren wir uns jetzt. Und das ist das, wie wir es machen. Also meine Empfehlung, informiert euch über die freien Medien. Informiert euch über Webseiten. Es gibt Bewegungen, es gibt Gruppen, die Treffen organisieren. Das ist die Lösung. Und macht einfach mit. Schreibt uns an und dann können wir mitmachen. Gar kein Thema, auch in der Organisation. Es liegt an jedem Einzelnen von euch. Jeder Einzelne von euch, der heute hier ist, weiß, dass was uns gibt und dass was getan werden muss. Und wenn wir zusammenkommen, haben wir die Kraft, etwas zu verändern. Gemeinsam. Dankeschön. Naja, what I would like to say, this is occupied, Frankfurt, not visit Frankfurt. So I have been looking at a lot of people leaving this afternoon, not you, but others. Today is day one. Welcome to occupied Frankfurt. Hallo, mein Name ist Timo und ich bin Grüße. Und zwar auch Grüße auf euch und alle hier. Und zwar. Ich glaube, wenn wir hier jemanden.